Seine Lippen scheinen auf meiner Haut zu brennen und fiebernd recke ich mich ihm entgegen. Sasori hat extra noch einen Stuhl an die Tür gestellt, damit die Klinke blockiert wird. Auch wenn ich mir sicher bin, dass Thomas nicht so schnell zurückkommen wird. Der wird doch bestimmt bei seiner neuen Freundin sein, denn da verbringt er momentan die meiste Zeit. Dennoch habe ich mich dafür eingesetzt, dass er diesen Stuhl an die Tür stellt, damit nicht doch noch irgendwer dazwischen kommt. In meinem Kopf hämmern die Gedanken durcheinander. Auf der einen Seite fühlt sich das so unglaublich gut an, aber auf der anderen Seite habe ich Angst. Angst davor, erwischt zu werden, aber auch Angst davor, dass es wehtun könnte. Schließlich ist es mein erstes Mal und ich habe außerdem noch Angst, dass meine Frau es vielleicht merken könnte, wenn ich sie doch noch heiraten sollte. Doch Sasori ist so sanft zu mir, dass mir schwindelig wird und seine Lippen auf mir fühlen sich unglaublich gut an. Wie seine Zunge mit meiner Brustwarze spielt und seine weichen Hände über meine Hüften gleiten. Warum muss der Kerl sich nur so verdammt gut anfühlen? Meine Lippen sind leicht geöffnet und immer wenn er sich mit seinen Streicheleinheiten meinem Intimbereich nähert, zucke ich zusammen. Mittlerweile erregt mich die Sache wirklich sehr und ich wünsche mir nur noch, ihm so nahe zu sein wie eben möglich. Die Luft im Raum scheint zu brennen und Sasori knabbert an meinem Hals, ehe er leise haucht. Du bist wunderschön, weißt du das? Dabei lässt er seine Hand zu meiner Erregung gleiten und sofort zucke ich zusammen. Über meine Lippen kommt ein erschrockenes Keuchen. Sasori schmunzelt und leckt sanft über meine Lippen. Du musst keine Angst haben, flüstert er leise. Mein Blick ist verschwommen, als ich ihn ansehe und mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich strecke meine Hand aus und streichle sanft über meine Wange. Irgendwie möchte ich ihn auch berühren, denn er ist wirklich ein lieber Kerl. Am Anfang habe ich ihn nicht leiden können, aber ich schätze, das liegt daran, dass ich ihn sofort gern hatte. Und damit bin ich nicht klargekommen. Seufzend schmiege ich mich an ihn und recke mich seiner Hand entgegen, die noch immer über meine Erregung streichelt. Liebevoll suche ich seinen Blick und er stupst mit der Nase gegen meine und haucht mir einen Kuss auf die Lippen. Entspann dich, schnurrt er wie ein kleiner Kater. Als ich seine Hand auf meinem Hintern spüre, verkrampfe ich mich automatisch und ich presse meine Augen zusammen. Doch er streichelt mich erst einmal, damit ich mich wieder entspanne und seine Lippen wandern sanft über meine Brust. Neckend stupst er mit der Zunge gegen meine Brustwarze und langsam vergesse ich, was er da mit mir machen will. Ich bin noch immer nervös, aber ich vertraue ihm und ich weiß, dass er mir nicht wehtun will, wenn er es verhindern kann. Sanft streichelt er mit seiner Hand weiter über meinen Hintern und mit einem Finger spielt er an meinem Eingang. Kurz darauf spüre ich, wie er mit dem Finger in mich eindringt und über meine Lippen kommt ein kurzer Schmerzlaut. Das tut auch wirklich verdammt weh. Aber ich weiß, dass es so sein muss. Wimmernd liege ich unter ihm und sehe keuchend zu ihm hoch. Sanfte Küsse haucht er mir auf den Hals und leckt dann sanft über diesen. Er knabbert beruhigend an meinem Ohrläppchen und flüstert leise. Ich weiß, dass es weh tut, aber du musst dich entspannen. Das sagt er so einfach. Aber es ist nicht leicht, sich zu entspannen, wenn da jemand so einen Fremdkörper in einen eindringen lässt. Doch langsam gewöhne ich mich daran und ich entspanne mich immer mehr. Seine Lippen und seine Streicheleinheiten lenken mich ab. Gierig recke ich mich ihm entgegen und leise fiepe ich, als er anfängt, den Finger an mir zu bewegen. Das tut im ersten Moment wieder ziemlich weh, aber irgendwie fühlt es sich auch schön an, ihn so nahe zu spüren, zu wissen, dass er nur mir gehört. Ich strecke meine Hände aus und will ihn berühren. Er schmunzelt etwas und greift nach meiner Hand, die er dann sicher zwischen seine Beine legt und im ersten Moment bin ich total verschüchtert. Es fühlt sich ziemlich seltsam an, seine Erregung zu spüren, aber zu wissen, dass er nur wegen mir so ist, lässt mich mit einem Mal so etwas wie Macht verspüren. Ein Gefühl von Triumph und Freude darüber, dass ich so eine Auswirkung auf ihn habe, kommt in mir hoch. Ich schnappe nach seinen Lippen und sehe ihm verklärt in die Augen, während ich spüre, dass er mit einem weiteren Finger an meinem Eingang spielt. Sofort schlägt mein Herz wieder schneller. Ich weiß, dass es im ersten Moment wieder wehtun wird, aber die Gefühle, die er in mir auslöst, sind überwältigend. So sehr, dass ich jeden Schmerz der Welt auf mich nehmen würde. Sasori knabbert an meinem Hals und ich keuche unter diesen lieblichen Schmerzen auf, als er mich beißt und gleichzeitig einen weiteren Finger in mich eindringen lässt. Ich bin ihm verfallen, da gibt es keinen Zweifel mehr dran. Er könnte mit mir machen, was er will, sonst hätte er mich nie so weit bekommen.
Und ich fürchte, das weiß Sasori auch. Kopfschüttelnd beobachte ich, wie sich Arthur auf die Seite rollt und weiterschläft. Wenn er wach wird, hat er bestimmt einen gehörigen Kater. Aber den hat er sich auch verdient. Man möge es nicht glauben, aber ich bin wirklich wütend auf ihn. Was fällt ihm ein, so viel zu trinken? Am liebsten würde ich an ihm rütteln und ihn fragen, was das sollte. Aber wenn er wieder wach wird, dann wird er sowieso nicht zu gebrauchen sein. Dabei finde ich es schon immer schlimm genug, meinen kleinen Bruder so versorgen zu müssen. Der trinkt nämlich auch gerne mal zu viel. Obwohl Sasuke meistens ein paar hübsche Damen um sich hat, die sich um seinen schmerzenden Kopf kümmern können. Da muss man einmal etwas Geschäftliches klären und schon stellt er sowas an. Muss man ihn denn wirklich dauernd im Blick haben? Ich war so froh, als Sasuke mir erzählte, dass er Arthur angestellt hat. Mir war klar, dass er das nur gemacht hat, weil er mich damit ruhig stellen wollte. Aber diese Art von Bestechung lasse ich mir gerade noch von meinem Bruder gefallen. Mir hat er damit ja auch einen Gefallen getan. Und auch wenn Sasuke es nie zugeben würde, weiß ich, dass er es nur getan hat, weil er mir damit auch helfen wollte. Ich blinzle etwas, als Arthur seine Augen öffnet und mich ansieht. Er erhebt sich und packt sich sofort an den Kopf, wobei er leise aufstöhnt. »Na?« frage ich gereizt und sehe ihn wütend an. »Fühlt sich nicht so gut an, was?« In mir brodelt es und ich nehme keine Rücksicht darauf, dass er gerade totale Kopfschmerzen hat oder nicht. Mir ist das vollkommen egal, denn das hat er sich selbst eingebrockt. Arthur sieht mich blinzelnd an und legt den Kopf schief. »Ich dachte, dass du bei diesem Gespräch bist«, nuschelt er leise. »Was machst du denn hier?« »Muss ich ihm jetzt auch noch erzählen, warum ich hier bin? Dass es seine Schuld ist, dass ich mein Geschäft nicht weiter abwickeln konnte, nur weil ich mir Sorgen um ihn gemacht habe?« Aber man merkt Arthur an, dass es ihm leid tut, denn er sieht mich entschuldigend an. »Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe«, nuschelt er leise. »Ich hatte nur mit einem Mal das Gefühl, als würde ich nicht mehr in deine Welt gehören. Du warst so weit weg. Das tat irgendwie weh und ich dachte, wenn ich mit Utakata rede, dann geht's mir besser. Und dann habe ich mit einem Mal angefangen zu trinken. Da habe ich es wohl übertrieben und jetzt tut mir der Kopf weh.« »Vielleicht hättest du mal mit mir darüber reden sollen«, knurre ich ihn an und schüttle den Kopf. »Ehrlich, Utakata kann dir doch auch nicht so richtig helfen, sondern nur ich, oder wie sieht das aus?« Er nickt schüchtern und sieht die ganze Zeit über auf seine Decke. »Ja, ich weiß«, murmelt er und seufzt dann leise auf. »Aber ich konnte nicht mit dir reden, weil du ja in diesem Gespräch warst. Und ich musste das endlich loswerden. Ich weiß, dass es falsch war, aber was hätte ich denn machen sollen? Mir war eben so schwer ums Herz und ich wusste nicht, was ich machen sollte.« Ich seufze schwer und schüttle den Kopf. Mir ist klar, dass er irgendwie recht hat. Und deswegen greife ich nach seiner Hand und sehe ihm in die Augen. Wir kommen wirklich aus verschiedenen Welten. Daran lässt sich überhaupt nicht rütteln. Aber trotzdem können wir zusammen leben. Und überhaupt. Nur weil es ein paar Dinge gibt, von denen du keine Ahnung hast, heißt es nicht, dass du es nicht lernen könntest. Warum kannst du uns nicht einfach ein bisschen Zeit geben? Ich habe das Gefühl, als müsste es bei dir alles von heute auf morgen passieren. Aber wenn das mit uns funktionieren soll, dann musst du uns Zeit geben. Wenn es sein muss, unser gesamtes Leben. Und ich dachte, das willst du.« Schüchtern sieht er mich an und ich merke deutlich, dass er wirklich total beschämt ist wegen dem, was er getan hat. Und irgendwie lässt mich das aufatmen. Wenn er jetzt auch noch so stur gewesen wäre, seinen Fehler nicht einzusehen, dann wäre ich wohl gegangen. Jetzt schüttle ich nur den Kopf und nehme ihn ruhig in den Arm, um über seinen Rücken streicheln zu können. »Mach sowas nie wieder«, flüstere ich leise. »Und wenn du nochmal irgendwelche Sorgen oder Probleme hast, dann rede bitte mit mir. Und hör auf, dich in irgendwas hineinzusteigern. Das bringt überhaupt nichts. Wir beide müssen ehrlich miteinander reden können, hörst du?« Ich komme mir vor, als würde ich mit einem kleinen Jungen reden. Aber der kleine Junge in meinem Arm nickt wenigstens und scheint sich seinem Fehler ergeben zu haben. Er schmiegt sich an mich und nuschelt leise: »Es tut mir leid.« Damit ist die Sache für mich erledigt. Aber wehe, sowas kommt noch einmal vor. Dann werde ich wirklich wütend auf ihn. Nachdem ich Tsunade erst einmal erzählt habe, dass Anko mir gedroht hat, ist sie ziemlich wütend.
Kopfschüttelnd geht sie neben mir her, während wir über Deck schlendern, und ich sehe sie unsicher an. Bis jetzt hat sie noch kein Wort dazu gesagt, aber ich merke ja an, wie wütend sie ist. Sanft greife ich nach ihrer Hand. Immerhin hat sie mich als ihre Nichte vorgestellt, da darf ich das. Ihr Blick wandert zu mir und sie seufzt schwer. Ich begreife Anko einfach nicht, murmelt sie leise. Wie kann ein Mensch nur so unglaublich stur sein? Wir haben ihr doch im Grunde überhaupt nichts getan. Aber sie kann uns nicht in Ruhe lassen, nur weil ihr Stolz etwas angegriffen ist. Schüchtern senke ich meinen Blick und nicke etwas. Ich glaube, das ist meine Schuld, nuschle ich dann, und Tsunade sieht mich ungläubig an. Moment, meint sie und lacht leise. Du willst mir nicht sagen, dass die Gehirnwäsche von Anko gefruchtet hat. Sie will dich nur einschüchtern, damit du zu ihr zurückkommst. Denkst du wirklich, ich würde es ihr so einfach machen? Da kennst du mich aber schlecht und sie genauso. Ich weiß, was ich tue, und wenn ich etwas will, dann bekomme ich es auch. Immerhin geht es hier um deine Entscheidung. Du musst wissen, wen von uns du willst. Vorher werde ich nichts machen können, aber wenn du bei mir bleiben willst, dann werde ich auch alles dafür tun. Und Anko wird dir nichts mehr tun können. Ich sehe zu ihr hoch und seufze leise. Ich möchte bei dir bleiben, murmle ich leise. Zu Anko zurück will ich nicht, weil ich bei ihr nicht so ein Gefühl habe wie bei dir. In den letzten Jahren habe ich wirklich geglaubt, dass ich Anko liebe. Aber ich glaube, ich hatte sie einfach nur sehr gern. Mehr ist da nicht. Und es bringt nichts, wenn ich bei ihr bleibe. Ich möchte mit dir von diesem Schiff gehen. Und ich will an deiner Seite sein. Nicht mehr an der von Anko. Aber ich will auch nicht, dass du wegen mir so einen Ärger bekommst. Sie macht doch immer Ärger. Das möchte ich nicht. Für einen Moment habe ich das Gefühl, als würde sie mir am liebsten einen Klaps auf den Hinterkopf geben, aber sie hält sich zurück und schüttelt den Kopf. Hör auf, so zu reden, flüstert sie leise. Wir beide werden ein gemeinsames Leben haben, da bin ich mir sicher. Mich trennt niemand mehr von dir. Ich weiß nicht, warum ich mich auf den ersten Blick in dich verliebt habe, ich weiß nur, dass es so ist. Und wenn du mir vertraust, und wenn du dich in meine Hände gibst, dann werden wir um unsere gemeinsame Zukunft kämpfen. Anko kann gegen uns beide nichts tun. Du musst nur auf meiner Seite sein. Wenn wir beide zusammenhalten, dann kann niemand etwas dagegen machen. Ich habe nur Angst, dass du wieder schwach wirst, weil du Angst hast. Aber die musst du nicht haben. Unsicher nicke ich, denn in Wirklichkeit habe ich Angst. Aber ich will bei Tsunade bleiben. Und Anko wird gegen uns wirklich nichts tun können, oder? Auf der anderen Seite weiß ich, dass sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen wird, um uns das Leben zur Qual zu machen. Sanft lehne ich mich an sie und sehe aus dem Fenster. Glücklich lächle ich und deute auf den Horizont. Da hinten irgendwo liegt Amerika, oder? Ich glaube, das ist schön, lenke ich sie ab. Sie soll sich darüber keine Sorgen mehr machen und ich möchte mich auch nicht immer nur darüber unterhalten. Sie folgt meinem Blick und muss lachen. Ja, ich glaube, die Richtung ist gut, meint sie schmunzelt und nickt. Das ist es wirklich. Auch wenn der Weg dorthin ziemlich lang ist. Aber es lohnt sich, glaub mir. Ich werde dir die schönsten Ecken zeigen und wir werden uns dort eine wundervolle Zeit machen. Hast du dir eigentlich schon Gedanken darüber gemacht, ob du in Amerika bleiben möchtest? Jetzt bin ich perplex und lächelnd zucke ich mit den Schultern. Das ist mir egal. Solange wie du bei mir bist, werde ich überall mit dir hingehen. Du musst aber doch bestimmt zu deiner Klinik zurück, oder nicht? Da können wir wohl nicht in Amerika bleiben. Aber ich finde es einfach schön, wenn ich dieses Land überhaupt mal sehen kann. Reist du viel? Sie nickt etwas und schmunzelt. Wenn du möchtest, dann können wir uns die gesamte Welt ansehen. Ich reise wirklich gern und vor allem viel. Man hat ja auch immer mal wieder etwas zu tun, wenn man eine Klinik leiten will. Und man muss auch Gelder sammeln. Ich muss immer mal wieder von einem Ball zu einer anderen Veranstaltung, damit ich Spender finde. Da wirst du überall mit hinkommen müssen, fürchte ich. Ist das für dich in Ordnung? Ich nicke schnell und lehne mich sanft an sie heran. Natürlich, flüstere ich leise. Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit dir den Rest meines Lebens zusammenbleiben will. Egal, wo wir sind. Solange du bei mir bist, bin ich glücklich. Und genau so ist es auch. Ich hatte mir den Tag so schön vorgestellt. Die ganze Zeit über mit Hidan kuschelnd auf dem Bett liegen
und mich an seinen Körper schmiegen. Das fühlt sich wirklich total schön an und ich bin so froh, dass er bei mir ist. Und dass er die Nacht bei mir bleiben möchte, lässt mein Herz schneller schlagen. Er und ich in einem Bett, da lässt er doch bestimmt seine Finger nicht von mir. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich auch nicht, dass wir einfach nur ruhig nebeneinander liegen. Schon jetzt, wenn er mich streichelt und mich berührt, bekomme ich eine Gänsehaut. Mir ist egal, ob wir verheiratet sind oder nicht. In seiner Nähe zu sein, fühlt sich einfach richtig an. Allerdings werden wir ziemlich schnell gestört, denn nach einem kurzen Einklopfen platzt mein Vater in den Raum und zieht eine Augenbraue hoch. Was soll das denn? Knurrt er leise und packt mich am Arm, um mich von hier dann wegzureißen. Kopfschüttelnd sieht er mich an und rüttelt etwas an mir. Was soll das? Weißt du, wie viele Damen da draußen mich schon angesprochen haben, ob ich meine Tochter nicht im Griff habe? Jeder echauffiert sich darüber und du liegst hier im Bett und turtelst mit diesem Kerl herum? Weißt du überhaupt, was das für uns bedeutet, wenn du das so in der Öffentlichkeit ausbreiten musst? Mein Ruf steht hier auch noch auf dem Spiel. Ich weiß, was es heißt, wenn man jemanden mag und wenn man Gefühle hat, aber du musst dich nicht nur um dein Leben kümmern. Du hast auch noch für andere Leben Verantwortung. Blinzelnd weiß ich im ersten Moment gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber dann senke ich meinen Blick und ich schlucke etwas. Es tut mir leid, murmle ich leise, und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Mir war es im ersten Moment auch unangenehm, dass Hidan mich in aller Öffentlichkeit geküsst hat, aber es hat mich auch gefreut. Soll ich da jetzt wirklich ein schlechtes Gewissen haben? Bis eben war es doch so schön. Hidan krabbelt aus meinem Bett und legt meinem Vater eine Hand auf die Schulter. Ich mische mich mir eigentlich nicht in Familienangelegenheiten ein, aber das kann ich mir nicht mit anhören. Das Püppchen kann nämlich überhaupt nichts dafür. Ich habe sie geküsst und sie hatte keine andere Wahl. Wenn sie gekonnt hätte, dann hätte sie sich bestimmt dagegen gewehrt, aber ich habe sie ja vollkommen überrumpelt. Wenn ich könnte, würde ich den Weibern da draußen das Maul stopfen, aber leider muss ich mich ja zusammenreißen. Also werde ich ab sofort wohl einen auf lieben anständigen Kerl machen müssen. Das kriege ich aber auch hin, für das kleine Püppchen hier. Jetzt ist mein Vater genauso überrumpelt wie ich. Unsicher sehe ich ihn an, denn ich bin mir nicht sicher, ob mein Vater das wirklich so positiv aufnimmt, wie Hidan das gemeint hat. Seine Worte sind ja schon irgendwie niedlich. Man muss nur ein wenig darüber nachdenken. Ich lächle und schmiege mich etwas an ihn heran. Flehend sehe ich meinen Vater an, der abwinkt. Ich sollte mich damit abfinden, dass meine Tochter erwachsen wird. Trotzdem habt ihr euch an gewisse Regeln zu halten und ich denke mal, das wisst ihr. Ich will euch hier nicht schmusend im Bett erwischen. Sowas gehört sich nicht, ehe ihr nicht verheiratet seid. Oder sollte ich da etwas wissen? Naja, der Kapitän kann es doch auch vermählen, oder sehe ich das falsch? Murmelt Hidan mit einem Mal und ich falle beinahe um. Gestern haut er noch ab, weil ich ihn einengen würde, und jetzt will er mich heiraten, damit ich mit ihm kuscheln kann? Ich seufze und schüttle den Kopf. Das würde vielleicht gehen, aber ich möchte dann schon eine vernünftige Hochzeit haben. Und keine hier auf einem Schiff. Ist das angekommen? Langsam gewöhne ich mir an, so mit Hidan zu reden, wie er mit mir. Scheinbar passt meinem Vater das überhaupt nicht, aber er schmunzelt etwas. Ihr beide passt eigentlich ganz gut zusammen. Aber ich möchte euch noch einmal warnen. Haltet euch trotzdem an gewisse Anstandsregeln, sonst bekommen wir nur unnötigen Ärger. Und ich möchte mir nicht noch mehr Probleme einhandeln. Davon haben wir schon mehr als genug. Unsere finanzielle Situation muss immerhin auch geheim gehalten werden. Deswegen macht mir das Leben bitte nicht noch schwerer, als es sowieso schon ist. Seufzend sieht mich Hidan an und ich nicke ruhig. Ist gut, Vater. Wir werden ab sofort nur noch in meiner Kabine Körperkontakt haben. Außerhalb der Kabine werden wir uns zusammenreißen. Zwar knurrt Hidan ein wenig, aber ich weiß, dass er sich daran halten wird. Ich weiß nicht, was ich machen soll. William sieht mich nicht mal mehr an und jetzt unterstellt er mir auch noch, ich würde das alles nur sagen, weil ich ihn rumkriegen will. Gut, das hat er nicht so direkt gesagt, aber er hat es gemeint. Dabei meine ich es doch so, wenn ich sage, dass ich ihn liebe. Warum glaubt er mir denn nicht? Am liebsten würde ich ihn hier und jetzt küssen, damit er endlich begreift, dass ich es ernst mit ihm meine. Seufzend senke ich meinen Blick und sehe William an. Hör mal. Ich liebe dich wirklich, flüstere ich so leise, dass nur er mich hören kann. Unbemerkt von den anderen greife ich nach seiner Hand und drücke diese liebevoll. Du musst mir endlich vertrauen, William.
Glaub mir doch endlich, dass ich dich liebe und ich weiß, dass du mich auch liebst. Mit diesen Worten erhebe ich mich und gehe zurück in meine Bar. Immerhin muss ich arbeiten. Ich kann nicht die ganze Zeit über bei ihm sein, auch wenn ich das gerne tun würde. Meinen Job kann ich nicht riskieren. Warum kann er nicht einfach zu seinen Gefühlen stehen? Ich merke doch, dass er mich liebt. Ich sehe es in seinen Augen und ich merke auch, dass er mir nahe sein will. Aber wahrscheinlich weiß er einfach nur nicht, was er fühlt. Ich bin mir sicher, dass er Gefühle für mich hat, aber er ist noch so jung und unerfahren, dass er das wohl überhaupt nicht einschätzen kann. Dabei finde ich genau das so niedlich an ihm. Und es ist für mich nicht einfach, wenn er mich immer wieder von sich stößt. Aber es ist doch ein spannender Kampf, ihn zu erobern. Wenn er sich so anstellt, dann finde ich ihn nur noch niedlicher. Wie gern würde ich wieder zu ihm gehen und ihn in den Arm nehmen. Stattdessen muss ich mich um ein paar Idioten kümmern, die sich jetzt schon die Kante geben müssen. Wie es Arthur wohl geht? Mittlerweile müsste er wieder durch sein. Viel hat er eigentlich nicht getrunken, aber scheinbar auf nüchternen Magen. Und dann trinkt er auch sonst nicht sonderlich viel, wie er mir erzählt hat. Itachi wird sich wohl um ihn kümmern. Nur taucht genau der mit einem Mal bei mir auf. Guter Kata, ich brauche deine Hilfe, murmelt er leise und ich sehe ihn fragend an. Was ist denn nun los? Seitdem das zwischen uns beiden kaputt gegangen ist, hat er nicht mehr richtig mit mir geredet. Und jetzt soll ich ihm auch noch helfen? Worum geht's denn? Nuschle ich leise, während ich mich um ein paar Getränke kümmere, die ich meinem jüngeren Kollegen mitgebe, damit er losrennt. Itachi sieht ihm nach und seufzt leise. Wir beide waren doch auch schon mal längere Zeit ein Paar und ich finde ein sehr gutes noch dazu. Kannst du nicht mal mit Arthur reden? Er macht sich immer gleich so verdammt viele Gedanken. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich das Gefühl, er übertreibt es. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich noch an ihn rankommen soll. Er steigert sich da so sehr rein, das habe ich noch nie erlebt. Und wir haben das damals doch ganz gut zusammen hinbekommen. Kannst du mir da nicht helfen? Du bist der Einzige, den ich um Hilfe bitten kann. Leise schnaube ich und im ersten Moment bin ich wütend, dass er ausgerechnet mich fragt. Warum denn mich? Er hat mir damals das Herz gebrochen und jetzt kommt er bei mir an. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Arthur sich wirklich in etwas hineinsteigert. Und eigentlich mache ich das nur wegen ihm. Ruhig sehe ich Itachi an und nicke dann. Aber denk nicht, ich würde das machen, weil ich mich so gerne an damals erinnere. Das mit uns ist vorbei. Itachi schmunzelt. Gibt es da eigentlich jemanden, den du gern hast? Arthur hat irgendwas von einem Mulliam erzählt. Wer ist der Kleine denn? Ich möchte gerne wirklich mal wissen, wer es dann mit mir aufnehmen kann. Ich werde rot um die Nase und seufze etwas. Kennst du Mr. und Mrs. Strauss? Sofort nickt Itachi und ich sehe, wie es in seinem Kopf arbeitet, aber dann blinzelt er. Der kleine Diener von Mr. Strauss. Der kleine Süße da. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass sich jemand an ihn herantrauen würde. Ich meine, er ist wirklich niedlich, ich kann dich schon verstehen. Grummeln sehe ich Itachi in die Augen. Du hast deinen Arthur. Und du kannst die Finger von denjenigen lassen, an die ich mein Herz verloren habe. William gehört mir. Und den werde ich schon für mich gewinnen. Itachi schmunzelt und hebt abwehrend seine Hände. Keine Sorge, den nehme ich dir schon nicht weg. Aber mit irgendwem unterhält er sich da gerade. Ist ein hübscher junger Mann, der sich da ziemlich offensiv an ihn ranschmeißt. Mir wird heiß und kalt zugleich. Ich starre Itachi sprachlos an und laufe dann einfach los. Keiner nimmt mir meinen William weg. Keiner.